Hallo, ich bin Lua und heute habe ich für euch ein paar Geschenkideen für Bücherwürmer mitgebracht. Es ist zwar erst Mitte November, aber wir wissen ja alle, dass Weihnachten so gut wie vor der Tür steht. Und da jetzt auch bald Black Friday ist, ob man das unterstützen sollte oder nicht, sei mal dahingestellt. Aber es generell eine gute Sache ist, sich früh Gedanken über Weihnachtsgeschenke zu machen, dachte ich, ich mache mal ein kleines Video, was man Leuten schenken kann, die Bücher lieben, was aber keine Bücher sind. Das wird ein extra Video. Aber so Sachen rund um Bücher, die ganz süße Geschenke abgeben und die hoffentlich jeden Bücherwurm freuen sollten. Genau, fangen wir einfach mit Nummer 1 an. Und das sind Booksleeves oder Büchertaschen. Das ist perfekt für eure Bücherwurmfreunde, die immer unterwegs sind mit ihren Büchern und die in allen möglichen Rucksäcken, Taschen mit umherschleppen. Und Booksleeves, wie zum Beispiel dieses hier oder dieses hier, beide aus Fairyloot-Boxen, wenn ich mich nicht täusche, aber gibt es natürlich auch in anderen Läden. Ja, da tut man sein Buch einfach rein, macht es oben zu und dann kann man es transportieren, ohne dass die Ecken abknicken, was bei Taschenbüchern vor allen Dingen ein Problem ist. Oder irgendwelche Seiten kaputt gehen oder so. Und die schützen einfach die Bücher vor irgendwelchen äußeren Einflüssen, was ich sehr, sehr praktisch finde. Geschenktipp Nummer 2 bildet dann ein Buch, Notizbuch, also ein Buch, wo man seinen Fortschritt tracken kann und so ein bisschen den Überblick über die Bücher behält. Es gibt da ganz verschiedene Versionen und unterschiedlichen Aufbau. Man kann das auch selbst machen in Form von so einem Bullet Journal. Aber ich zeige euch jetzt hier mal eins wieder von Fairyloot. Das hat quasi immer eine Seite pro Buch und da kann man die Seitenzahl, welches Sterne-Rating man geben würde, natürlich den Titel und Autoren oder Autorin. Wann das Buch rausgekommen ist, wann man das Buch gestartet hat, wann man es beendet hat und es gibt ordentlich Platz für eine eigene Review. Und ich finde das sehr cool, um nicht nur zu sehen, wie viele Bücher ich gelesen habe, aber auch so um ein bisschen im Kopf zu behalten, was, ja, wie ich die Bücher fand, was ich da überhaupt gelesen habe, worum es ging, weil ich bin sehr gut darin, zu vergessen, was ich überhaupt gelesen habe und so kann ich meinen Freunden immer meine Lieblingsbücher empfehlen. Der dritte Geschenktipp ist etwas, das ich tatsächlich selbst noch auf meiner Wunschliste zu stehen habe und euch deswegen nur hier anhand von Bildern zeigen kann. Und das ist ein Buchstempel, Bibliotheksstempel. Ich weiß nicht so recht, wie ich das nennen soll. Ist quasi ein eigens angefertigter Stempel, den kann man auch personalisieren lassen mit seinem Namen und gewissen, ja, Bildern, Symbolen. Und das kann man dann quasi vorne in seine, nehmen wir das als Beispiel, auf die erste Seite hier unten so einen kleinen Stempel hinsetzen aus der Bibliothek von Lua zum Beispiel, für mich jetzt. Und das gibt es nicht nur als richtigen Stempel, sondern auch so zum, und jetzt weiß ich nicht recht, wie es heißt, aber basically stanzt ihr das von vorn und von hinten in dieses Papier. Also das geht so drumherum. Und stanzt ihr so eine Erhöhung in das Papier rein, was ich persönlich noch ein bisschen schöner und eleganter finde. Obwohl ich sagen muss, ich finde die Stempel auch schon toll, aber da weiß ich nicht, wenn ihr da dann was rumschmiert und so, dann hast du das im Buch. Und dieses Ausstanzen oder Einstanzen ist ja eher, es wird ja nichts rausgestanzt, finde ich persönlich eine sehr, sehr coole Lösung. Ist ein bisschen pricier, weil halt diese Platte auch halt personalisierbar ist und für dich angefertigt werden kann. Aber ich finde das schon irgendwie sehr, sehr geil. Dann haben wir eine Sache, die ich persönlich auch nicht mache, aber ganz spannend finde. Und vielleicht habt ihr Freunde, die das tun. Und das sind Bücher annotieren, also dieses Book Tabbing, Book Annotating. Und dafür braucht man gar nicht viel, sondern eigentlich nur so kleine Sticky Notes. Ich habe jetzt hier so regenbogenfarbene, aber natürlich gibt es die auch in sanfteren Farben oder in einer Farbe und verschiedenen Helligkeitsstufen. Je nachdem, wie ihr die Person einschätzt, die ihr beschenken wollt, was sie vielleicht für Farben mögen würde. Und das Buch annotieren,
ist eine persönliche Sache, kann jeder handhaben, wie er möchte. Aber ich habe jetzt hier mal so kleine Ideen und ist vielleicht auch ganz süß, wenn man das auf das Geschenk genauso rausschreibt, damit der Beschenkte eine Idee hat, was überhaupt jetzt Sache ist. Zum Beispiel habe ich hier, wenn es um Liebeszitate geht oder vielleicht auch um ein bisschen Spice, dann plotrelevante Sachen, witzige Sachen, irgendwelche Zitate, die man sich merken will, wo man was Trauriges erlebt hat oder irgendwelche Hinweise auf so zukünftige Geschehnisse oder was auch immer man sich selbst einfallen lässt, weil da oben ist mir offensichtlich nichts mehr eingefallen. Das sind alles Sachen und dann kann man die Sticky Notes einfach so rausnehmen. Man muss das natürlich nicht auf jedes schreiben, das ist nur, damit man einmal diesen Color Code hat und kann das in die Bücher machen. Wenn ihr dann eine Person kennt, die in ihre Bücher schreibt. Für mich ist das ja eine heilige Sache. Aber wenn ihr eine Person kennt, die in ihre Bücher schreibt, könnt ihr passend zu den Sticky Notes auch noch kleine, ja, Highlighter schenken. Ich habe jetzt hier die von Stettler, die Triplus Textsurfer Bild. Die sind natürlich dann hier so ein bisschen, ne, passig zu den Farben. Dann können die sich auch noch die Zeilen in dem Buch selbst markieren. Und wenn sie sich Notizen machen möchten, meine sind jetzt sehr hässlich, aber dann vielleicht auch noch so eine kleine Sticky Notes. Und dann habt ihr so ein richtig süßes Set, was ihr, ja, dem Bücherwurm schenken könnt. Und vielleicht auch noch ein Buch dazu, vielleicht auch nicht, je nachdem, wie ihr das handhaben wollt. Auf jeden Fall finde ich das eine süße Idee. Und ich glaube, ich werde es auch demnächst mal ausprobieren, ein Buch zu annotieren. Vielleicht. Wir werden mal sehen. Dann gibt es in der Bücherwelt, was relativ verbreitet ist, Buchkerzen. Also Kerzen passend zu den Lieblingsbüchern eures Beschenkten. Ich habe hier ein paar Beispiele aus verschiedenen Boxen. Ich glaube, also das hier ist aus einer Fairy Loot Box. Das ist eine kleine süße Duftkerze. Und der Shop ist zum Beispiel Flick the Wick. Und die sieht von innen nicht besonders aus. Riecht aber sehr, sehr gut. Ich kann euch gar nicht sagen, zu welchem Buch das ist, aber ihr könnt natürlich dann eine Kerze auswählen, die passend zu einem Buch ist, von dem ihr wisst, dass der Beschenkte es mag. Hier haben wir eine Chest of Fandoms Variante, die von innen ein bisschen noch so mit so Glitzer ist. Auch ganz okay riecht. Die Gerüche stehen ja meist unten mit drauf und das hier ist von Eddie und Luke, also The Invisible Life of Eddie LaRue. LaRue? Ich weiß es nicht. Oder hier Variante 3, die ich gerade zu Hause habe, ist einfach so ein unbeschriftetes Ding. Gehört aber zu Crescent City 2 und ist hier auch drin mit so Glitzer und so kleinen Steinchen. Riecht okay. Aber ja, so viel zu den Buchkerzen. Dann natürlich, was braucht jeder, der Bücher liest? Lesezeichen, weil Gott, was ich schon alles als Lesezeichen genommen habe früher. Irgendwelche Taschentücher, natürlich nicht benutzte, Kassenzettel, irgendwie sonst was habe ich da in die Bücher gepackt. Und dann ist es schön, wenn man so ein niedliches Lesezeichen hat. Meine jetzt wieder aus Boxen als Beispiel. Was ich aber besonders empfehlen möchte, von mir getestet und für gut befunden, sind Magnetlesezeichen, also die haben hier innen zwei Magneten und die klickt man dann so auf die Seite. Und das hier war tatsächlich ein Geschenk von einer Freundin an mich, deswegen kann ich euch nicht sagen, aus welchem Shop das ist. Ich gehe aber stark davon aus, dass es aus einem Etsy-Shop ist. Und die finde ich sehr cool, weil gerade wenn man Bücher halt auch transportiert, mir ist es schon oft passiert, dass mir ein Lesezeichen aus dem Buch gefallen ist. Und die Dinger hier, die hängen natürlich fest, die kriegt man da nicht raus. Und das finde ich sehr, sehr, sehr gut. Also entweder hier mit so einer kleinen, das hier ist Hand aus Crescent City, aber gibt es mit ganz vielen Figuren oder halt auch ohne Figuren, sondern mit irgendeinem schönen Design, kann ich definitiv empfehlen. Dann haben wir noch diese Idee mit Vorsicht genießen, da würde ich erstmal so ein bisschen vorfühlen oder mich erkundigen. Tassen, Buchtassen. Warum mit Vorsicht? Weil viele Leute einfach schon extrem viele Tassen haben und gar nicht mehr wissen, wohin damit. Und dann freut man sich zwar über eine süße Harry Potter Tasse oder
Daughter of the Moon Goddess, glaube ich, Tasse. Oder auch eine schwarze Tasse, die, wenn sie heiß wird, ein Bild von Kingdom of the Wicked, glaube ich, zeigt. Ich bin mir nicht sicher. Man freut sich natürlich über eine Tasse, aber wenn man keinen Platz mehr hat, die irgendwo hinzustellen, ist es ein bisschen schade. Deswegen, ja, schaut da einfach mal nach. Und noch Platz im Tassenschrank ist unauffällig. Und dann ist vielleicht auch eine süße Buchtasse eine Idee. Und das letzte Geschenk, über was ich mich freuen würde als Bücherwurm, ist Merch in Kleidungsform zum Beispiel. Ich habe leider nichts da, deswegen kann ich euch nur Bilder zeigen und ja, euch Hinweise geben, wo man vielleicht was finden kann. Da kann ich aber zu der Qualität und wie es dann am Ende aussieht leider nichts sagen, weil ich wie gesagt noch kein Merch besitze, aber ein cooles Sweatshirt. Irgendwie vielleicht passend zu dem Lieblingsbuch zum Beispiel, alles im Sarah J. Maas Universum, hat super süße Sachen oder auch allgemein einfach nur für Bücherfans, jetzt ohne ein bestimmtes Fandom anzusprechen, ein süßes Beanie, eine niedliche Halskette. Es gibt alles Mögliche und ich würde euch da ganz dringend empfehlen, auf Etsy in den Shops nachzuschauen. Ich habe unten auf jeden Fall mal Etsy verlinkt, gebt da einfach Europa als Gebiet ein, dann kommt das definitiv auch noch vor Weihnachten an, kann ich mir vorstellen. Und ihr unterstützt damit ein kleines Unternehmen, was immer cool ist. Ansonsten kann ich euch auch noch Chess of Fandoms, Witch Crown Box oder den Wunderzeilen-Shop einmal als Ideen mitgeben. Das sind, soweit ich weiß, alles deutsche Unternehmen, die sich auf Büchermerch und Buchboxen und so spezialisiert haben. Und eine Buchbox, wenn das in eurer Preisklasse liegt, auch immer ein super Geschenk. Achtet da aber definitiv auf die Versanddaten, weil das teilweise ganz schön lange dauern kann. Und ja, das waren meine Geschenkideen für Bücherwürmer. Wie gesagt, alle Shops, die ich gerade erwähnt habe, sind nochmal unten verlinkt. Und dann war es das mit dem Video. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Inspiration für die Weihnachtsgeschenke oder auch für ganz normale Geschenke zum Geburtstag oder was auch immer bekommen. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr darüber nachdenken würdet, dem Video einen Daumen nach oben zu geben oder auch meinen Kanal zu abonnieren. Das hilft mir tatsächlich sehr. Und dann werdet ihr auch für das oder die nächsten Videos dabei. Ansonsten schaut gerne mal auf meinem Instagram oder TikTok vorbei, auch unten verlinkt. Und da mache ich auch Bücher-Content. Und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Bis dahin, ciao!